So, es geht ja weiter. Es geht weiter mit Let's Play Final Fantasy 9. Ey. Ach du lieber Bommel, ach du lieber Bommel, ach du lieber Bommel. Helf bitte Fräulein Aiko Kupo. Schon wieder Menschen ohne Horn. Ihr macht nicht etwa mit denen gemeinsame Sache? Oh doch, das machen wir. Was stellt sie nur mit Aiko an? Wie konnten wir nur so unvorsichtig sein? Das werden uns ihre Ahnen nie verzeihen. Kupo! Wenn es etwas gibt, was wir tun können, so sag es uns, Kupo! Spionieren? Heilen? Einen Moment. Hä? Spionieren? Was ist das denn? Kann man da reingucken oder was? Oh Gott, es ist tatsächlich Lani. Behandelt man so eine Dame, oder was? Was soll denn diese Flügelchen darstellen? Naja, zum Anpacken gerade richtig. Die hat mir mein Großvater geschenkt. Nimm deine ekelhaften Pfoten da weg. Kleine freche Göre, ich werde dir noch Manieren beibringen. Aber vorher stelle ich dich erstmal auf Sparflamme. What the fuck? Was hat Lani nur vor? Naja, ich muss das... Ah! Danke! Detonator und Elixier halten. Ey, Detonator. Ist das nicht... einen Moment. Ja. Ist das nicht eine neue Waffe für sie dann? Anlegen. Okay, das ist die Waffe, die ich schon hatte. Nervensäge. Was ist Nervensäge nochmal? Gucken wir uns das mal eben an. Ich weiß es nämlich nicht mehr. Okay, also Lupin oder wie man das ausspricht, ist auch angelegt. Konter. Bestientöter machen wir jetzt mal weg. Tontauben auch. Und dann werden wir Kannibale einsetzen. Was ist Nervensäge, bitteschön? Ach da. Einzelvisier, Gegner erteilt Neurose. Na, super. Da werde ich noch Überfallen einsetzen. Ja. Brauche ich jetzt im Moment nicht so wirklich, deswegen nehmen wir das wieder so, wie es war und gehen mal da rein. Okay. Nam. Heilen, einen Moment. Wo ist Mogu? Ist Mogu bei Aiko? Nein, Kupo, sie versteckt sich hinter mir. Kupo! Kupo! Mogu, ich brauche jetzt deine Hilfe, um Aiko aus den Händen dieser Furie zu befreien. Kupo? Keine Bange, nichts Gefährliches. Ich möchte nur, dass du dich hinter meinem Rücken versteckt hältst. Kupo? Oder vielleicht doch nicht? Sie zittert ja wie Esperlaub. War wohl doch etwas zu viel für die Kleine. Aber wir schaffen es auch so. Heilen? Retten natürlich! Rennen den Feind! Ja, wir sind geheilt, wir brauchen uns nicht mehr heilen. Also, let's go! Ich muss ja sagen, Lani ist doch ganz schön erotisch. Sie strahlt sowas aus. Oh la la, da ist ja schon der edle Retter. Schön, dass du uns auch mit deiner Anwesenheit beehrst. Was hast du mit Aiko gemacht? Die kleine Mistbiene wollte ihr Mundwerk nicht halten und da habe ich ihr was von meinem feinen Schlafkraut verabreicht. So ist das also. Könntest du mir auch was geben? Schlafkraut? Na, dann hat sie bestimmt süße Träume. Wenn du es auf meine Kette abgesehen hast, dann nimm gefälligst mich. Nicht so stürmisch, Kleines. Unser Eins arbeitet mit Stil und Effizienz. Du gibst mir deine Silberkette, dann bekommt ihr die Göre wieder. Einfacher geht's gar nicht, oder? Wo hast du die Kette versteckt? Ich hab sie. Ein richtiger Gentleman. Jetzt aber her damit. Hast du den Schatz aus diesem Dorf gestohlen? Was eine billige Nummer. Neben dem Kopfgeldjagen noch ein kleines Zubrot verdienen, was? Die königliche Silberkette, nach der Brain so verbittert sucht. Wer hätte gedacht, dass ich fast genau den gleichen Klunker samt Kette auch in diesem Dorf finde? Die ganze Verfolgung hat sich richtig gelohnt, meine Herrschaften. Genug geschwatzt. Her mit der Kette! Scheibenkleister. Aiko ist bewusstlos. Aber klar, warum einfach, wenn es auch schwer geht? Was hast du vor, Sidan? Langsam, Freundchen. Du führst doch nicht irgendwas im Schilde. Kein Schritt weiter. Verdammt. Verdammt! Hey, Schwarzmagierlein. Ich? Nee, du. Los, du lässt dir die Kette geben und bringst sie mir. Los doch, wenn euch das Leben dieser kleinen Göre was wert ist. Sidan! Wird schon schief gehen, Vivi. Hoffentlich nicht. Doch, Vivi, sei nicht immer so depri. Sei nicht so pessimistisch. Sidan weiß, was er tut. Oder nicht? Na, wir könnten auch mit Lani ein kleines Nümmerchen schieben. Wie gesagt, ich finde es schade, dass sie nicht der Gruppe beitritt, aber gut. Damit habe ich für den Rest meines Lebens ausgesorgt. Halt mal die Luft an, Süße. Ja, genau. Ja, ihr Partner ist ja... Oh, ah! Ihr Partner ist ja auch noch da. Boah! Sauber, Vivi. Hätte ja gar nicht besser laufen können. Moin, die Dame. Wie war dein Schönheitsschlaf? Hä? Sie dann? Schönheitsschlaf? Aber Aiko ist doch schon schön genug. Du bist schon schön. Ah, wo ist diese Tante hin? Oh, wie ich die freche kleine Göre hasse. Die Tante wird dir gleich zeigen, wo es lang geht. Versuch's doch.
Und schwuppdiwupp sieht die Lage schon ganz anders aus, was? Jetzt lass mal den Edelstein wieder rüberwachsen. Rotschopf, was soll das werden, wenn's fertig ist? Willst du etwa den Helden spielen? Du, der meistgesuchte Verbrecher weit und breit? Ja, der Rotschopf. Ich kenne ihn. Ich habe in Trenor einen Steckbrief von ihm gesehen. Auf seine Festnahme war ein unglaubliches Kopfgeld ausgesetzt. Oh. Keiner spielt hier den Helden. Aber ein Schandmaul wie du soll mich nicht um mein Vergnügen bringen. Was ist los? Und jetzt lass den Klunker hier und mach einen Abgang. Was soll diese Klamotte? Dieser Auftrag wurde uns beiden erteilt. Wir sind Partner. Dass ich nicht lache. Ich arbeite nicht mit jemandem zusammen, der so feige ist und sich Geisel nehmen muss. Oder muss ich deutlicher werden? Das wirst du noch bereuen. Irgendwann werde ich mir noch deinen Kopf holen. Und tschüss. Und was willst du jetzt von mir, Riese? Los, und jetzt kämpfe! Kennen wir uns? Habe ich mir irgendwas zu Schulden kommen lassen? Oder soll ich mich erst einmal um die Kleinen kümmern, als Appetitanreger sozusagen? Lass die anderen aus dem Spiel. Na schön, du willst es ja nicht anders. Mit dir nehme ich es allemal auf. Sieh dann! Keine Sorge. Ab und zu muss ich doch mal den Isegrim in mir zeigen. Na dann hau rein. Bam! Duel! Okay, dieser Typ ist... Seine Frisur ist voll lustig. Ich weiß auch nicht, ich weiß nicht, als was man den zuordnen soll, diesen Rotschopf. Man kann von ihm eigentlich nichts Besonderes klauen, man kann von ihm... Das sieht einfach nur lustig aus. Man kann von ihm eine Kralle klauen, soweit ich weiß. Ich versuch's einfach mal. Also, eine Krallenwaffe und ein Äther, genau. Ja, durch die Ability Rauben, was hat der denn für Probleme, mache ich noch zusätzlich ein bisschen Schaden. Und er möchte tanzen, wie es aussieht. Diebstahl fehlgeschlagen. Ich weiß nicht, ob ich das klauen soll, was er noch hat, aber warum nicht? Gucken wir einfach mal ein bisschen zu. Sprich dein letztes Gebet. Ah, ich habe noch nie gebetet. Gib mir lieber dein Item, was du noch hast. Na. Oh, wow. Konter. Bam. Er hat so um die 8000 HP. Ich glaube sogar knappe 9000, also nichts Weltbewegendes. Bam. Er sollte also relativ schnell down sein. Diebstahl fehlgeschlagen. Ah! Die Diebstahlrate ist so... Ich kann noch warten, bis ich im Trance-Modus bin, dann kann ich ihn wegklatschen. Ach, leck mich doch am Arsch, Sidan. Warum klaust du eigentlich nie, wenn du klauen sollst? Was tanzt der hier eigentlich so doof? Sprich doch letztes Gebet. Nom, nom, nom. Ich habe keine Lust zu beten. Hallo, hast du das nicht... Ach, leck mich doch am Arsch jetzt. Scheiß drauf. Bam, Konter, Konter, Konter. Yay. Bam. Ich zerstöre ihn allein durch den Konter. Nochmal Konter? Nö. Ah, vielleicht eine kleine High Potion zur Heilung. Konter. Yeah. Bam. Bam. Ey, diese Wandmalerei da hinten sieht irgendwie aus wie Red 13 aus Final Fantasy 7. Bam. Da. Links. Irgendwie dieser Wolf oder was. Wow, er kann auch... Oh, das hättest du lieber nicht machen sollen, mein Freund. So. Was werde ich denn einsetzen? Plan 9. Setzen wir das mal ein. Ich weiß nicht, ob ich das schon hatte. Ich glaube ja nicht. Das war's. Bäh. 5300 Schaden. Das kannst du nicht abhaben, Junge. Das war's. Tja, was ist los, Afro? Der erinnert mich irgendwie an Afro-Samurai. Oder? Ich habe keine Ahnung, was der Typ darstellen soll. Sehr merkwürdiges Design. Yay. Oh yeah, ein Zelt. Yay. Na. Jetzt kann er nicht mehr zelten gehen. Mann. Man. Juhu. Ich gebe mich geschlagen. Was ist? Versetz mir den Gnadenstoß. Oh. Kannst du aufstehen? Bekommen wir jetzt endlich unseren Klunker zurück? Genau, gib her, du Sau. Gib her. Ja, geht doch.
Eiko, ich hab doch gesagt, wir bekommen deinen Schatz wieder. Und jetzt töte mich endlich. Oh, hast du so nötig, oder was? Du willst unbedingt sterben, oder wie? Jetzt schenke ich dir schon dein Leben und du bedankst dich nicht mal bei mir. Du lässt mich laufen. Wenn du friedlich abziehst, habe ich nichts dagegen. Was hast du vor? Was ich vorhab? Ich hätte dich ohne zu zögern getötet. Wieso lässt du so jemandem einfach gehen? Der Kampf ist schon längst vorbei. Ich bin als glorreicher Sieger hervorgegangen und damit Ende. Reicht dir das nicht? Außerdem haben wir wiederbekommen, was wir wollten. Genau. Hast du etwa Angst vor dem Töten? Was für eine Schande, gegen so einen Schwächling verloren zu haben. Wozu unnötig Blut vergießen, wenn es nichts bringt? Zeugt denn nicht gerade so eine Einstellung von Stärke und Verstand? Ja, richtig. Und tschüss. So muss man das. Ah, sieh da, du bist unser Held. Du bist unser Held im Kartoffelfeld. Späßchen weg, ja? Steckst dir am besten in den Hintern. Ich bring sie sofort wieder an ihren ursprünglichen Platz zurück. Du bist ein Schatz, Zidane. Du! Nach allem, was passiert ist, wirst du Eiko ja wohl nicht alleine gehen lassen, oder? Hä? Komm schon. Hä, warum Vivi? Was hast du jetzt auf einmal mit Vivi? Aber gut. Gut, gehen wir. Warum bist du so schweigsam? Gehen wir zurück. Warum? Warum du so schweigsam? Döp, 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 döp. Gehen wir mal zurück zum Haus, mal sehen, ob sie da ist. Döp, 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 döp. Döp, 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 döp. Nein, geh weg, du. Hey! Ja, danke. Ja, wir schlafen eine Runde. Wir haben ja nichts Besseres zu tun. Schon morgen? Döp, 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 döp. Hey, Mogu. Was geht, Mogu? Mogu, Kupo! Kupo, Kupo, Kupo! Oh, ich finde Mogu so süß. Oder Mugels. Mugels hört sich besser an. Sie hat noch kein Wort gesagt, seitdem wir hier sind. Ja, was ist denn los? Zidane, ich brauche deinen Rat. Großvater sagte zu Eiko, das Dorf nicht zu verlassen, bis ich 16 Jahre alt bin. Aber Eiko möchte jetzt mit Zidane und den anderen mitgehen. Wirklich, ich habe mir das gründlich überlegt. Hä, was denkst du? Hör auf deinen Großvater, Dorf verlassen? Es kommt sowieso beides auf das Gleiche voraus. Wenn du jemanden brauchst, der dich ermutigen soll, bin ich genau der Richtige. Eiko, kümmere dich nicht so viel um das, was dein Großvater gesagt hat, sondern folge deinem eigenen Willen. Wahre Worte. Es spielt doch überhaupt keine Rolle mehr, was ich sage, oder? Ich bin mir sicher, du hast deine Entscheidung schon getroffen. Ja. Ich denke, hier kann Vivi dir einen guten Ratschlag geben, Eiko. Was, ich? Warum du? Ja, wir warten. Ja. Weißt du noch, als du mir im Baum lieferst, sagtest, du darfst dich nicht belügen, sondern musst immer deinen eigenen Gefühlen treu bleiben und ihnen folgen? Ich werde mich anstrengen, deinen Rat zu befolgen. Und deswegen musst du auch deinen Gefühlen gegenüber ehrlich sein, Eiko. Ja, vielleicht hast du recht. Das hätte ich ja beinahe selbst vergessen, obwohl ich das selbst gesagt habe. Danke, Vivi. Ich werde den Kristall als Ohrring tragen, dann werde ich ihn auch nicht verlieren. Yay! Warum nicht gleich so? Memoirenring, oh yeah. Eiko, ich glaube, Mogu möchte dir etwas mitteilen. Ja, glubst schon die ganze Zeit da hoch. Oh, ist der süß. Kukupu! Kupu! Aber nein, Eiko ist überhaupt nicht. Und ob ich dir böse bin? Du hast Eiko schon wieder alleine gelassen. Dabei hattest du Eiko doch versprochen, es nicht mehr zu tun. Stell dir vor, dir stößt was zu und ich bin nicht da. Was machst du dann? Kupu! Schon gut, uns ist ja beiden nichts passiert. Du bist immer so lieb zu Mogu. Mogu ist mein bester Freund. Außerdem wurden Mogu und Eiko am selben Tag geboren. Und seitdem sind wir immer zusammen gewesen. Oh, ist das süß. Diese Schleife ist der Beweis dafür. Ein Geschenk von Mogu. Mogu, hast du auch die Schleife, die Eiko dir geschenkt hat? Kupu! Oh, süß. Die hat Eiko Mogu geschenkt. Sie ist noch ein bisschen zu groß für Mogu, aber wenn wir zwei richtig feine Damen geworden sind, werden wir sie zusammentragen. Kupo! Dann wirst du aber mit mir ausgehen, oder Zidane? Zidane? Frag mich eh, woran man die Geschlechter bei diesen Mokris erkennt. Vielleicht erfahren wir jetzt das nächste Mal, woran wir das erkennen. Vielleicht an der Farbe des Bommels. Oder vielleicht an einem kleinen Ding, das sich... oder dem Plüschfell befindet. Leute, bis zum nächsten Mal.